kurz nach 13 Uhr am Grenzübergang Świerzko. Nur noch Traktoren rollen Richtung deutsch-polnischer Grenze. Mit lauten Hupen und viel Wut protestieren die polnischen Bauern erneut gegen die Agrarpolitik der EU und gegen die Einfuhr von Getreide aus der Ukraine. Die Forderung lautet: Polens Ostgrenze dicht machen. Wir blockieren so lange Polens westliche Grenze, solange die Ostgrenze Polens zur Ukraine geöffnet bleibt. Das hat eine symbolische Bedeutung. Diese Grenze hier steht für den Westen, die EU, den Weg nach Brüssel. Und in Brüssel sitzen die Entscheidungsträger, die unsere Geschäfte kaputt machen, in Polen und in anderen EU-Ländern. Zum einen infolge der Vorschriften des Green Deals, zum anderen, weil das Getreide aus der Ukraine unkontrolliert in die EU eingeführt wird. Bis Mittwoch 22 Uhr bleibt der Grenzübergang bei Świerzko gesperrt. Zu Umfahrungen gibt es auf beiden Seiten der Grenze Hinweise von der Polizei. Wir leiten den Verkehr an der Anschlussstelle Frankfurt oder Mitte ab. Es wird keine Umleitungsempfehlung in dem Sinne geben, aber es gibt seit dem Berliner Ring elektronische Hinweistafeln in zwei Sprachen, wo wir versuchen, den Lkw-Verkehr in Richtung Pomellen A11 oder in Richtung Forst A15 zu lenken. Alternativrouten solle man sich allerdings gut überlegen. Der am nächsten gelegene Grenzübergang kann überlastet sein, warnt die polnische Polizei. Subice liegt ganz in der Nähe von Świerzko. Es kann also sein, dass der Ausweichverkehr Subice lahmlegen wird. Daher empfehlen wir gleich, die Grenzübergänge in Küstrin oder auch südlich von Świerzko zu wählen. Die Lkw können die Grenze in Pomellen bei Stettin oder in Forst überqueren. Die Pkw können zusätzlich die Stadtbrücke in Frankfurt und den Grenzübergang in Küstrin nutzen. Der Grenzübergang in Guben ist ab heute 20 Uhr gesperrt. Auch hier wollen Bauern bis Mittwoch protestieren. Am kommenden Dienstag will sich der polnische Landwirtschaftsminister mit den Bauern treffen. Je nach Ergebnis könnten die Blockaden dann eventuell schon früher beendet werden.